In Teil 1 und Teil 2 haben wir mehr über Konstruktionsregeln gesprochen. Und bevor es dann losgeht mit dem Bauen, ist die erste Sache, die wir machen, eine Markierung. Eine Markierung auf Schreinerart mit diesem Zeichen. Das ist das sogenannte Schreinerdreieck. Und der liebe Florian von dem Kanal Stubenmöbel ist meinem Aufruf gefolgt und hat euch ein tolles Video erstellt, um die Anwendung von diesem Dreieck mal zu erklären. Bitte schön. Willkommen zum Stubenmöbel-Short-Programm. Es geht um das Thema Schreinerdreieck im Rahmenbau. Und wie man hier sieht, habe ich mir bereits einen Rahmen zusammengelegt, den ich verleimen möchte. Und ich habe mir auch schon die Hölzer gekennzeichnet. Sprich, ich habe mir die beiden Aufrechten genommen, zusammengelegt, ein Dreieck drüber gezeichnet und beim Auseinandernehmen erkenne ich, wo jedes Teil liegen muss. Dasselbe bei den liegenden Teilen, zusammengelegt ein Dreieck, auseinandergenommen zwei halbe Dreiecke, die mir jetzt sagen, bei dem zum Beispiel, hier ist innen, hier ist rechts und hier ist links und hier ist außen. Bei den Aufrechten sagt mir dieses Dreieck, hier ist unten, hier ist innen, hier ist außen und hier ist oben. So kann beim Verleimen nichts mehr passieren und alle Hölzer liegen richtig. Die Anwendung von diesem Dreieck ist also absolute Tradition im Schreinerhandwerk. Funktioniert nicht nur bei Rahmen, sondern funktioniert auch, wenn ich eine komplette Platte verleimen will, mit mehreren Riegeln, kann ich dieses Dreieck über alle Riegel durchziehen. Und dazu gibt es jetzt einen Ausschnitt aus meiner Videoserie Eiche Eckbank bauen. Und dann könnte man noch ansprechen, machen wir hier unser Schreinerzeichen drauf. Heißt, immer ein Dreieck wird hier so drüber gezogen. Da wir nachher vier von diesen Teilen haben, werden wir die nummerieren. 1, 1, 1. Und dann kann ich das später nicht mehr vertauschen. Wenn ich das falsch zusammenlege, dann stimmt ja mein Dreieck irgendwie nicht mehr. Also ich kann das Ganze, egal in welche Richtung, wenn ich es nicht sehe, dann ist auch was verkehrt. Und wenn ich es in die andere Richtung verdrehe, dann geht ja die Spitze nicht mehr nach unten auseinander, sondern nach oben. Also das Ganze passt nur einmal zusammen und ist somit idiotensicher. Ganz schwach kann man jetzt unser Schreinerdreieck hier sehen. 3, 3, 3. Und genau so habe ich das vor 30 Jahren in meiner Ausbildung gelernt. Allerdings bei modernen Möbeln verwende ich kein Schreinerdreieck, sondern markiere mir die Zuschnittplatten etwas anders. Und dazu gehen wir mal auf die Kreissäge. Mit modernem Möbelbau meine ich Möbel aus fertig beschichteten Platten aller Art. Ob die furniert sind, ob die Melaminats beschichtet sind oder mit HPL beschichtet sind, wie eine hochwertige Küchenarbeitsplatte zum Beispiel. Diese Platten werden auf so einer Säge hier mit einem Vorritzer gesägt. Dazu brauchen wir ein rattenscharfes Hohlschliff-Dachzahnsägeblatt und einen Vorritzer. Der läuft gegenläufig und den müssen wir jetzt erstmal einstellen. Das heißt, wir haben zwei Sägeblätter, einen Vorritzer, der die Platte von unten 2 mm tief einritzt gegen Ausrisse, die später von dem anderen Sägeblatt nach unten entstehen werden. Kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr ein stumpfes Sägeblatt habt oder das zu hoch einstehen habt, dann habt ihr oben einen sauberen Schnitt und auf der Unterseite habt ihr Ausrisse. Das hat ein Schreiner auch. Im Endeffekt ist die Säge die Lösung des Problems, indem die einfach von unten vorritzt und das Ganze etwas mehr, wie das Sägeblatt, was durchdringt, breit ist. Wir reden davon 1/2 Zehntel, so wird der eingestellt. Heißt also für mich, wenn ich da einen Anleimer drauf fahre später, dann ist der auf der Oberseite schön dicht und auf der Unterseite ist meine Leimfuge 1/2 Zehntel größer durch diesen Vorritzer. Jetzt kommen wir zu der Markierung. Deshalb hängt hier immer Klebeband. Und wenn ich die Platte gesägt habe, genauso wie sie jetzt auf der Säge liegt, was oben ist, bleibt oben. Da kommt der Aufkleber hin.
Auf diesem Aufkleber werde ich jetzt meinen Teil beschriften. Einmal, so sieht meine Holzliste aus. Einmal ist das Ganze vorne durchnummeriert. Dann haben wir eine Stücklistangabe, wie viele Teile wir haben. Eine Bezeichnung, was es für ein Teil ist, was es für ein Material ist. Länge, Breite, Dicke, Umleimer oder noch sonstige Bemerkungen, wie zum Beispiel Gärungsschnitt. So, dann sagen wir mal, das hier ist jetzt Teil Nummer 5. Bezeichnung, was es ist, ein K-Boden, steht für Konstruktionsboden. Konstruktionsboden ist immer verdübelt im Schrank. Dann gibt es noch einen Fachboden, dann schreibe ich dahin F-Boden. Das ist dann der lose eingelegte Boden, der auf den Bodenträgern liegt. Der hier ist also jetzt verdübelt im Schrank. Dann kommt hier zum Beispiel ein Strich drüber. Der Strich steht jetzt für mich, dass hier oben eine Längskante aufgefahren wird. Wenn ich Kopfkanten habe, mache ich dementsprechend hier links und rechts noch Striche. Dann weiß ich auf der Kantenmaschine, wie viele Kanten hier drauf sollen. Und wenn es jetzt eine Seite wäre zum Beispiel, würde ich hier noch ein O hinschreiben, damit ich weiß, dass hier oben ist. Das hilft mir dann später wieder bei allen weiteren Arbeitsgängen, für Lochreihen zu dübeln, die Rückwandnot festzulegen, wo vorne und hinten ist. Und das hier ist jetzt die saubere Seite mit dem Aufkleber und die würde dann beim Schrank sich außen befinden, dass wir diesen Rücksprung von dem Vorritzer, über den wir eben gesprochen haben, auf der Außenseite nicht sehen. Oder auf der Innenseite nicht sehen. Falls der Schrank zum Beispiel in einer Nische versenkt wird, wäre ja die Innenseite die wichtigere, weil die Außenseite komplett nicht sichtbar wäre später. Also ihr seht, wenn der Schreiner mit diversen Einzelteilen von Schränken in seiner Werkstatt unterwegs ist und verschiedene Maschinen durchlaufen muss, ist es keine Glückssache, dass nachher die Kanten alle am richtigen Platz sind oder die Lochreihe an der richtigen Stelle unten beginnt und nicht nachher versetzt ist, dass der Boden schief da drin hängt. Also es ist ganz wichtig, vorher festzulegen, was es für ein Teil ist, wo innen und außen ist und wo oben und unten ist. Bei der Gesellenprüfung sieht man das ganz oft, wenn die Lehrlinge hektisch, ich sag mal, eine Schublade zinken sollen und sofort anfangen Zinken anzureißen und dann anfangen auszusägen und spätestens bei dem ersten Zusammenstecken wissen sie nicht mehr, oh, war das jetzt das rechte oder war das das linke Teil? Oder gehört diese Schwalben zu diesem Zinken oder war es genau andersrum? Und danach ist eigentlich die Katastrophe vorprogrammiert, weil Zinken sind Handarbeit, passt nur einmal und wenn ich es anders zusammenstecke, wird es nicht passen. Entweder habe ich Luft oder platzt auseinander oder sonstiges. Also der Teil ist auf jeden Fall verkackt. Fangt immer an, Dinge zu kennzeichnen, dass es absolut klar ist, welches Teil es ist. Bei kleinen Teilen muss man das natürlich nicht nummerieren. Wenn ich jetzt einen größeren Schrank baue, wie wir das hier schon gemacht haben, auf unserem Dübelautomat als Endlosschrank, dann habe ich nachher 30, 40, 50 Teile, die ja erstmal, wenn die auf der Palette liegen und noch nicht weiter bearbeitet sind, mit Kanten aufgefahren, Lochreihe gebohrt, Rückwandnut drin und solche Dinge, dann sieht erstmal jedes Teil gleich aus und ich kann nicht definieren, was es ist. Oder ich müsste dann mühselig hingehen, messe die Teile alle nach, versuche das zuzuordnen zu meiner Holzliste und verschenke einfach viel zu viel Zeit. So gehe ich hier nach meiner Nummer, das ist Nummer 5, ich gucke hier auf meine Holzliste, A, Position 5, ist der K-Boden, steht jetzt hier schon drauf und dann weiß ich ganz genau, Kante muss da drauf, in dem Fall keine Lochreihe, bearbeite dieses Stück, lege das wieder weg, nehme mir das nächste Teil, schaue wieder nach der Nummer, weiß wieder, was es ist und beginne damit meinen nächsten Arbeitsschritt. Und genau mit diesen ganzen Argumenten fand ich es sehr wichtig, nach den ersten beiden Schreinergesetz-Videos über Konstruktionsregeln, über das Thema Markierungsregeln zu sprechen, bevor wir tiefer einsteigen in weitere detaillierte Erklärungen, was der Schreiner so beachtet. Also ich denke, das Ganze wird dem einen oder anderen helfen, wenn er das Ganze wirklich bewusst tut, seine fertig zugesägten Teile erstmal dementsprechend markiert und dann loslegt mit den weiteren Arbeitsgängen. Der Florian von Stubenmöbel hat übrigens die ersten beiden Regeln schon angewendet bei einem Möbelstück, was er gerade am Bauen ist und hat mir heute einen Link geschickt zu dem Video.
Dazu gibt es jetzt noch einen kleinen Ausschnitt. Viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Thema Schreinergesetze Hashtag 4. Aber ich verrate noch nicht, was es ist und ich verrate auch noch nicht, mit wem es ist. Das wird den Lars von Nobelhobel freuen, weil ich habe hier Schreinergesetz Nummer 1, die Aufrechten gehen durch, ist von mir hier eingehalten, die beiden Seiten, die Aufrechten sind die durchgängigen, auch wenn die zwar hier von den überplatteten Böden kurz unterbrochen werden, ist das Prinzip konstruktiv eingehalten, also die Aufrechten gehen durch, Schreinergesetz Hashtag Nummer 1 erfüllt. Und Schreinergesetz Hashtag Nummer 2, bündig gibt es nicht, ist hier an der Stelle mal definitiv erfüllt. Ja, das ist eine großzügige Zurücksprung der Seite in dem Fall. Aber allerdings hier bei meinen Zwischenböden, hier an der Stelle und hier auch hier unten an der Stelle, da ist es von mir bündig gezeichnet. Also Schreinergesetz Nummer 2, bündig gibt es nicht erfüllt. Aus diesem Grund bin ich nochmal ähnlich gegangen und habe hier im Schnitt mal diese beiden festverleimten Zwischenböden eingezeichnet und lasse hier an der Stelle und an der Stelle 5 mm zurückspringen, so dass hier diese Zeichnung nicht mehr ganz korrekt ist. Der Rücksprung ist hier nicht sichtbar. Somit wäre Schreinergesetz Nummer 2 bündig gibt's nicht auch erfüllt. Dazu jetzt vielleicht noch gerade ein, zwei Sätze im Nachgang. Dieser Rücksprung ist eine rein optische Sache. Absolut super und okay. Du hättest den bündig bauen können und dürfen, das sowieso, aber das ist dieser sogenannte Konstruktionsboden. Du hast ihn ja fest verleimt. Wenn der dann vorne bündig gebaut wird, kannst du das Ganze brechen mit einer V-Fuge oder einer Rundung und dann ist alles super. Wenn das der Fachboden wäre, dann würde ich den genau so machen mit 5 mm Rücksprung, weil der sich nun mal in dem Schrank bewegt. Und du nicht gewährleisten kannst, dass er immer bündig liegt. In diesem Sinne,